das Bushido-Ding auch nochmal reinziehe, oder was? Das, was er gemacht hat, hat er gemacht. Dafür muss er gerade stehen. Das ist seine Verantwortung. Punkt. Das, was er gemacht hat, hat er gemacht. Dafür muss er gerade stehen. Das ist seine Verantwortung. Punkt. Guter Satz, fühle ich. Feier ich, prägt mich auch ein bisschen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Ihr wollt jetzt noch, dass ich mir das Bushido, das Bushido-Ding auch nochmal reinziehe, oder was? Das und so, und es war immer wieder so ein Hin und Her, ein Hin und Her, und dann irgendwann habe ich aber wieder mal das Gefühl gehabt, sodass man sich da trotzdem wieder ausgesprochen hätte, und dann kam halt diese ganze Manuelsen und Mois-Sache, als ich da damals diesen Stream machen wollte. Ich hatte mit Manuelsen davor nochmal kurz telefoniert, wollte dann, dass ich, oder hat mir angeboten, ich muss aufpassen, was ich sage, nicht, dass er da wieder sagt, Wallah, wie redest du, glaubst du, ich will, oder was, jedenfalls hatte er mir dann angeboten, ich sollte doch mich mal mit Mois aussprechen. Ich wollte aber mit Mois gar nicht sprechen. Ich wollte damals nicht mit Mois sprechen und ich will auch heute nicht mit Mois sprechen, weil Mois ist mir scheißegal, so. Ja, das, was er gemacht hat, hat er gemacht, dafür muss er gerade stehen. Das ist seine Verantwortung. Punkt. Und, dann war es dann so. Das, was er gemacht hat, hat er gemacht, dafür muss er gerade stehen. Das ist seine Verantwortung. Punkt. Guter Satz, fühle ich, feier ich, prägt mich auch ein bisschen. Dass mein Handy klingelt und auf meinem Display steht halt Manuelsen und ich gehe dran. So, bin gerade beim Essen kurz vorm Stream und wer war dran? Alem. Ich muss ganz ehrlich zugeben, und das ist jetzt auch kein Disrespekt oder sonst irgendwas, aber ich wusste nicht, wer Alem ist. Ich kannte Alem immer nur als Mois. Ich kannte nicht mal seinen wirklichen bürgerlichen Vornamen, weil er mich auch nicht juckt. Er interessiert mich nicht. Ich fand ihn A, nie lustig, B, jucken mich auch YouTuber nicht so wirklich, und das war nicht mein Humor, und deswegen war ich da nicht so bewandert in dem Thema. Und mir waren eigentlich bis dato seine Stichelei noch egal, aber irgendwann reicht es ja auch mal. Und auch hier wiederum nur auf Musik bezogen. Ja, das sind hier keine Ansagen oder sonst irgendwas. Das ist eine Darstellung meiner Sicht der Dinge. Plus alles natürlich auf musikalischer Ebene. So. Dann kam es zu diesem Bushido. Alles Kunstfigur-Vibes, wa? Telefonat, und eigentlich war dann auch wieder alles gegessen, aber dann kam ja wieder alles von denen. Das kam immer so Sticheleien und so. Und das ist halt auch so eine sehr paradoxe Geschichte. Ach so, der muss, oh, okay, wusste ich nicht. Ja, also okay. Und was natürlich so paradox ist, war, dass ich jetzt schon so zwei, dreimal das Gefühl hatte, auch mit Manuelsen, dass ich irgendwie mit ihm gesprochen hatte und dass ich Sachen aus dem Weg geräumt habe. Und ich habe ihm jeweils in den letzten Jahren ja nie wirklich irgendwas getan. Ganz im Gegenteil. In den letzten 3 Jahren gab es immer nur Gespräche, in denen ich zumindest gesagt habe, ey, ist alles cool und so, weißt du, so sorry und tut mir leid und kommt nicht wieder vor und was auch immer und so, ne? Aber es kam immer wieder von seiner Seite und von seiner Entourage und dann hier mit No Name und wo sie alle drüber lachen, dass angeblich meine eigenen Kinder nicht von mir sind. Und das ist auch eine richtige Ehrenmann-Aktion von euch allen, ja, ihr Ehrenmänner. Und dann ging das halt so weiter, und dann dieser absurde Auftritt auf der Bühne, wo er, ob jetzt nun eine Mutter tot ist oder nicht, sollte eigentlich an dem Prinzip nichts ändern, dass sowas eigentlich nicht sein sollte. Aber auf diese Art und Weise dann auch noch meine Mutter auf der Bühne zu beleidigen und sich dabei in den Schritt zu fassen und so, muss man schon sagen, eigentlich müsste man ihm dafür echt mal auf die Schulter klopfen, weil das ist ein sehr, sehr reifes und sehr gutes Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat. Auch das war mir eigentlich scheißegal, weil noch einmal, und das ist wirklich jetzt auch nur, ich will es halt noch einmal gesagt haben, weil ich das auch in der Zukunft nicht mehr so oft thematisieren möchte, und eigentlich sollte er gar kein Thema bei mir sein, aber selbst das ist mir scheißegal. Es ist mir egal. Und seine Beleidigungen gegen mich oder gegen meine Familie und so, es ist mir wirklich scheißegal, weil dieser Typ ist mir wirklich scheißegal. Aber er ist dann die letzte Zeit so aufgetreten, Kollas, meine Hand hier und mach so und mach den Deckel zu und mach den Deckel drauf und alles ist gut und blablabla. Digi, es ist nicht alles gut. Und anscheinend hast du sehr viel vergessen. Und auch wenn du eventuell den Anschein gemacht hättest, ja, dass du dich für irgendwas du vielleicht entschuldigt haben solltest, ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielleicht tue ich dir auch damit Unrecht, aber aufgrund meiner Erfahrungen in den letzten Jahren mit dir und auch aufgrund dieser Aufnahme, die auch zwischen Arafat und Flair existiert und so, in der du dich über mich lustig gemacht hast, nachdem ich mich persönlich bei dir entschuldigt habe, ohne Millionen Publikum, ohne dass ich irgendwie mein Gesicht eventuell verlieren könnte, weil ich mich ja bei dir entschuldige und das ja als Schwäche eingeschätzt wird. Ich habe dir das nicht abgenommen mit der Entschuldigung, Dicker. Das ist wirklich so gewesen. Ich habe dir das nicht abgenommen. Was auch völlig okay ist, aber erwarte dann von mir im Endeffekt auch keine Reaktion, weil wenn du das ja von dir gibst, das ist dann ungefähr so, weiß ich nicht, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt, das ist mir egal. So, du kannst noch so oft behaupten, dass du auf mich zugekommen wärst oder mir die Hand gereicht hättest oder was auch immer, ist mir egal. Wirklich, mach sowas auch nicht, weil es kommt bei mir auch gar nicht an. So. Und dass ich dir dann... Oh shit, man, DJ23 hat ein Abo auf Prime dagelassen. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für den Support, man. Und ich hab's ja noch nicht mal ganz konkret gemacht. Anscheinend beziehst du diese NRW-Verbots-Line ja auch auf dich. Das Schlimmste in dieser Line ist ja dieses Hampelmann-Ding, Alter. Also ich bitte dich bei allem Respekt, selbst wenn ich deinen Namen genannt hätte und ich dich als Hampelmann betitelt hätte, Rudi, ja, nee, unter uns liegst immer noch weit im Minus, was Beleidigung betreffen. Was nicht bedeutet, dass ich dich jetzt auch die ganze Zeit beleidigen kann und werde und will und was auch immer da dürfte, das heißt es nicht, aber wenn du es einfach mal so für dich selber mal
abwägst, meinst du nicht, dass da immer noch relativ viel von deiner Seite aus war, auch wenn das Fehler waren, kein Problem? Aber, und jetzt kommt's ja, anscheinend war ja dieses, das war alles ein Fehler und ich entschuldige mich bei Bushidos Mutter, was du ja auch schon gefühlt 3-4 Mal gemacht hast, hat anscheinend ja gar nichts gebracht, weil just gestern Abend, heute Nacht um 0 Uhr, kommt dieser Song raus und du willst wieder dieses Pseudo-Coole machen, ja? Dieses, du bist des Todes getriggert, aber du versuchst, dieses Getriggertsein zu überspielen, so wie du es letzte Woche schon getan hast, als du mich angeschrieben hast, schick doch wenigstens einen Trailer, ich kann teilen. Digga, lass es doch einfach. Weißt du, nimm es doch einfach so hin und dann ist doch okay und einen Tag später ist doch alles wieder gut. So, glaubst du wirklich, dass dann deine Pseudo-Gelassenheit dann irgendwie ankommt, dass ich dann denke so, oh cool, also weder denke ich noch cool, Respekt, noch rege ich mich auf, weil du redest hier gerade mit einem Shaolin-Mönch. Ich glaube, niemand in diesem Rap-Geschäft ist so geduldig wie meine Wenigkeit. Ich habe jetzt über 3 Jahre gewartet auf diesen Tag, an dem dieses Video rausgekommen ist und an dem nächste Woche mein Album rauskommt. Da habe ich 3 Jahre lang drauf gewartet. Ich habe alles über mich ergehen lassen. Ich habe eure Häme geschluckt. Ich habe eure Beleidigung kassiert, gegen meine Familie kassiert, gegen alles Mögliche, gegen meine verstorbene Mutter. Ich habe alles genommen. Kein Problem. Eine Woche, bevor mein Album rauskommt, fühlst du dich anscheinend schon wieder so getriggert von irgendeinem NRW-Verbot und von irgendeinem Hampelmann, ja, dass du anscheinend so gekränkt bist innerlich, weil du höchstwahrscheinlich auch im Internet ganz schön viele komische E-Mails oder E-Mails hier haben, dass du jetzt rasiert wurdest oder sonst irgendwas, dass du einfach heute Nacht schon wieder meine Mutter beleidigst. Und jetzt lass das alles mal Revue passieren. Wie soll ich dich überhaupt noch ernst nehmen? Und auch das ist heute Abend völlig... Sorry, Digga. Sorry, Bro. So eine Sätze aus seinem Mund sind halt Killer, Digga. Wirklich, ich nehm's dir auch gar nicht. No front. Und ich sag auch nicht, Rallos, wir haben jetzt Beef oder sonst irgendwas. Bedenke bitte eine Sache, ich rede hier nur von Musik. Fühl dich frei, ins Studio zu gehen und Musik zu machen. Bitte mach es, ist gar kein Problem, mach es. Hör auf mit deinen Ansagen. Du kriegst keine Ansage von mir, ich möchte keine Ansage von dir. Du kriegst keine Ansage aus einem sogenannten Umfeld. Weder von mir, noch möchte ich das aus deinem Umfeld haben. Weißt du, ich meine, mach Musik, versuch glücklich zu werden. Aber nimm dir doch einfach mal all diese... 12-mal gesund essen. Kurze Station, und auch die könnte ich viel ausführlicher und detaillierter noch irgendwie vortragen. Nimm doch einfach mal diese Station und überleg doch mal, was du dir gestern Abend oder heute Nacht schon wieder geleistet hast. Ja. Du wirst in meiner Mutter platzen. Ernsthaft? Das ist das, was du den Leuten vermitteln willst. Das ist also die Art und Weise, wie du der Menschheit da draußen beweisen möchtest und darstellen möchtest, dass du viel krasser bist als ich. Und dass du viel stärker bist als ich. Brudi, das musst du niemandem beweisen, dass du anscheinend nochmal 3 Meter größer bist als ich und dass wahrscheinlich dein Oberschenkel oder dein Bauch so groß ist wie mein ganzer Körper. So. Hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass das Thema ist. Ich glaube, es ging eigentlich immer mehr um Realness als um Stärke und Körperlichkeit und sowas, weißt du? Sondern einfach Echtness. Echtheitsgehalt. Ja, wir haben alle Augen im Schädel. Es geht nicht darum, dass ich dir oder dass du irgendjemandem beweisen musst, oder beweisen müsstest, dass du stärker bist als ich oder sonst irgendwas. Bitte schick mir auch keine Einladung für irgendwelche Boxkämpfe und sowas alles, ja. Das ist alles gut. Das ist dein Feld und so, das lasse ich dir auch. Weiß ich meine so, glaube nicht, dass ich glaube, dass ich stärker bin als du. Ich glaube aber, ich bin schlauer als du. Ich glaube auf jeden Fall, ich bin intelligenter als du. Ich weiß, dass ich geduldiger bin als du. Geil. Aber das reicht mir schon. Und dass du dich heute Abend schon wieder so geäußert hast, unabhängig davon, dass du dich von einem viel Glück beim Release, Brudi, und Frieden ist besser, mach's gut. Ja, natürlich ist Frieden immer besser als alles andere, klar. Das hat ungefähr so ein paar Minuten gedauert. Dann kam die Sache mit meiner Mutter. Dafür musst nur du dich schämen, niemand anderes auf dieser Welt. Und glaub mir mal, meine Mutter würde dir das auch gar nicht übel nehmen. Also ich meine, genauso wie deine Mutter auch ein viel besserer Mensch ist als wir. Unsere Mütter sind bessere Menschen als wir. Deswegen, weißt du, ich meine, also nicht meine Mutter würde dir irgendwas übel nehmen. Weißt du, Gott bewahre deine Mutter Respekt, weißt du, würde niemals sein, von meiner Seite aus, niemals. Aber, dass du innerhalb von Minuten dann wieder so umschwankst, dass du auch so ambivalent einfach auch auftrittst, als der große, weise, geläuterte, friedensbedürftige Mensch, der mir viel Glück beim Release wünscht. Dieses viel Glück wünschen dauert jetzt 7 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten, keine Ahnung, kurze Zeit später, meine Mutter beleidigst, Ansagen machst, ich wäre weich wie Scheiße. Auch das ist deine Meinung, Digi. Das ist völlig in Ordnung für mich. Dass du dich darüber lustig machst, dass ich zum Psychologen gehe, 2-mal die Woche und 1-mal die Woche zur Traumatherapeutin. Sagt auch viel über dich aus. Sagt auch viel darüber aus, in welchen Kreisen du dich bewegst, dass es anscheinend in deiner Welt eine Schwäche ist, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen, weißt du, sich selber helfen lassen zu wollen.
Anscheinend kann man ja. Weiß nicht, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass Leute sich darüber lustig machen, dass er überhaupt zum Therapeuten geht oder zum Traumatypen so mäßig, Digga, weil ich glaube, es geht da mehr darum, dass du das gerade machst, also dass du Traumas zu bewältigen hast, Therapie brauchst, weil deine Vergangenheit viel scheiße war so und dich trotzdem hinsetzt und andere Leute beleidigst, plus Polizeischutz und diese ganzen Sachen. Weißt du, wie ich meine? Menschen fragen sich einfach, warum du in dieser Situation noch so redest und handelst und so eine Ansage machst und Statements und so. Das passt einfach nicht, weil du hast ja anscheinend extrem viele Dinge in deiner Psyche, die du auflösen musst, auf die du dich konzentrieren solltest und nicht noch mehr Beef anzetteln solltest, damit es wieder zu irgendeinen Situationen kommt, wo du wieder ein Trauma bewältigen musst dann am Ende und dann wieder zu dem Psychiater gehen musst. So, weißt du, das ist, glaube ich, eher das Ding. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute generell sich lustig über Menschen machen, die zum Therapeuten gehen, weil, also ich persönlich kann nur von mir reden, ich finde das überhaupt nicht verwerflich und ich finde, so jeder Mann Dicker, jeder Mensch, der viel durch hat in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit vielleicht auch und viele Sachen erlebt hat, dem hilft es mal, mit einer neutralen Person zu quatschen. Und in Amerika zum Beispiel, Bro, jeder zweite Promi rennt da jede Woche zum Therapeuten und es juckt niemanden, so, weißt du? Sich Fett absaugen lassen in der Türkei und sich die Zähne machen lassen und so, das ist alles cool und so, das ist auch so, gehört auch zu deinem Status, den du auch vermitteln möchtest, zu einem Psychologen zu gehen, vielleicht um seine Kindheit, seine eigenen Probleme, seine eigenen Dämonen vielleicht irgendwie so loszuwerden, das ist wieder nicht männlich, okay, alles klar. Sich dann praktisch wieder sich dann aber im gleichen Atemzug dann wiederum oder meine Mutter erneut wieder zu beleidigen, das ist männlich, okay. Ich will gar nicht weiter auf dich eingehen, die. Und das ist das allerletzte Mal, dass ich irgendwie auch auf dich reagiere oder irgendwie über dich rede, weil du im Gegensatz zu mir, du bist mir scheißegal. Du bist mir wirklich scheißegal. Wirklich. Du kannst dich auf den Kopf stellen, kannst meine Mutter beleidigen, kannst meinen Vater beleidigen, du kannst machen, was du möchtest. Du bist und bleibst mir scheißegal. Du triggerst mich kein bisschen. Ich glaube, das kannst du nicht behaupten. Du auch deswegen, nicht, Bro. Also ich fühle das schon. Warum hast du dann jetzt 13 Minuten darüber geredet, Bruder? Der juckt dich ja schon irgendwie. Tut es mir doch. Das sind Psychospielchen. Da kommen diese schlaue Fuchs-Vibes raus. Triggerin, man. Dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst, weil es sagt nicht viel über mich aus, es sagt sehr viel über dich aus. Und das ist das große Problem. Der Lehrer Bushido am Start, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Auf jeden Fall, Mann, was ich nochmal sagen wollte, haben uns jetzt auch gegeben zur Vollständigkeit auf jeden Fall. Ja, ich habe mir viele Sachen von Bushido in letzter Zeit reingezogen, ne? Auch diese ganze Dokumentationsgeschichte. Dann gibt's noch ein langes Interview mit Falk Schacht, habe ich mir komplett reingezogen. Dann gibt's noch ein Interview bei so einem öffentlich-rechtlichen, ich weiß nicht genau, wie der Kollege heißt. Auf jeden Fall ein lustiger Dude, habe ich gefeiert mit so Berliner Slang und so. Und wenn man sich das alles reinzieht, Digga, dann kriegt man so ein bisschen Gefühl für deine aktuelle Situation so und dann fragt man sich halt wirklich, warum du dich immer noch hinsetzt und Mütter ficken willst, Statement abgeben willst, mit Leuten irgendwie Beef machen willst und so eine Scheiße und nicht einfach dich auf dich und deine Familie konzentrierst, auf deine Psyche konzentrierst, irgendwie aus der Scheiße, in die du dich da reingebracht hast, wieder rauskommst mit deiner Familie zusammen und einfach so dann halt vielleicht ein paar Songs machst, wo du nicht Mutter fickst so. Kann sein, dass es dann vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert, Bro, aber bleib doch einfach echt so. Das passt doch viel besser zusammen, weißt du? Wenn du so eine Dokumentation machst, so eine Interviews machst und so redest, wie du gerade aktuell redest, dann passt es nicht, dass du andere Leute beleidigst und so. Das ist meine ehrliche, persönliche Meinung. Und dann war es das mit dem Thema auch gewesen, Digga. So, Kurt Krömer, genau, Shadow. Die Kurti-Vibes, Digga. Das macht Bushido doch aus, harter Rap. Ja, Bro, aber ist doch scheiß Situation gerade, Dicker. Vielleicht musst du dich damit auch abfinden, dass mit dem, was alles passiert ist, dass du halt nicht mehr so auf die Kacke hauen kannst wie damals, wo du noch einer der ersten Rapper warst mit einer arabischen Großfamilie in deinem Rücken, Bro. Da ändert sich natürlich auch was, wenn du dann irgendwie dann noch zur Polizei und mit Polizeischutz, Familie wird bedroht und so, dann ändert sich doch was, Bro. Weißt du, wie ich meine? Du kannst doch nicht einfach genauso gleich weiter rappen, aber leider und offensichtlich ist es so, dass es halt auch wirklich am Ende des Tages trotzdem noch hart gefeiert wird und dass ihm jetzt auch wieder recht gibt. So, deswegen, Bro, da, so eine logische, dass das alles Sinn macht irgendwie, das wird nicht funktionieren, Bro. Aber er soll bei Rap bleiben. Keiner muss sich jedes Mal schlagen, nur weil man einen Seitenhieb bekommen hat.
Ja. Ich würde Songs fühlen, wo er vielleicht die Dinge, die er so persönlich verarbeiten muss, irgendwie, weißt du, dass da ein bisschen was kommt und so, aber ist doch scheißegal. Ja, jeder soll am Ende des Tages machen, was er will. Ich habe einfach nur meinen Senf gerade dazu abgegeben, Bro. The issue.